Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Fast 2. Letztes Paar sind wir in den ewigen Wald gegangen, haben herausgefunden, dass Team Blasma nicht da war, sondern nur einer. Und hat gemeint, ja, ich bereue es und so. Und ich war letztes Part nicht hier, weil hier ein Trainer war und den werde ich jetzt besiegen. Oh, sogar zwei. Du siehst stark aus, ausgezeichnet. Zeig mal, was du kannst. Es sind sogar zwei Pokémon-Trainer, die ich hier verpasst habe. Und einige Items. Teenager Ulrich mit Panekon. Panekon, wenn er noch Schalocco hat. Warum hat er nicht die Weiterentwicklung? Weiß ich nicht. Ist einfach so. Und warum habe ich meine Hosen schön davon? Und auf Level 61, ich habe ein Level gemacht. Panekon. Ja, ich mache mal Eglisamen. Ich habe es mal nachgedacht, kurz, was ich machen soll. Weil Eglisamen wird doch schon irgendwie funktionieren. Yeah! Und es setzt Härten ein. Aha. Okay, kann ich mit leben. Wenn Panekon nur Härten kann, weil normalerweise müsste es wenigstens Käferbiss oder sowas können. Er lernt ja Wampel sogar. Außer er hat es als Panekon auf Level 65 gefangen, was ich auch nicht glaube. Dann macht man ein Level und geht zum, oder nicht ein Level und geht zum Attackenerlerner. Bringt man immer ein paar Herzchen und dann kann man wieder neue Attacken beibringen. Auch ein Panekon auf Level 65. Was einfach nur Härtner kann. Ernsthaft, nur Härtner. Ja, du, weißt du, wie du stirbst, mein Freundchen? Mit Irrlicht und mit Egelsamen. Da kannst du so hohe Verteidigung haben. Ja, Irrlicht geht daneben, dann dauert das ein bisschen länger. Ein bisschen nerviger Fight. Aber wenn man lauter Statuswerte hat, so wie Egelsamen und Irrlicht oder ganz was anderes, oder Spezial angreift, dann ist Panekon eigentlich kein... Ja... Keine Herausforderung. Wenn es nur Härtner kann. Wenn es wenigstens eine Attacke könnte, die was angreift. Aber nein. So. Für den Neugier. Ah, schade. Exvitermis heilt. Egal. Jetzt greife ich mit Bürde an. Weil Fliegen bringt nichts. Ist zwar sehr effektiv, aber seine Verteidigung ist ziemlich hoch. Also machen wir Bürde. Wups. Eine Spezialattacke. Zack. Oh, zieht sehr viel ab. Panekon down. Ohne Probleme. 400 Erfahrungspunkte, das ist nix. Kerapendra, ah, da haben wir schon mal ein Käfer-Pokémon, das etwas wenigstens kann. Giftkäfer nebenbei. Auch nur Panekon da ist, ich glaube, es kommt irgendwann mal Schalocco oder so. Quetschwalze, out! Falls es hier Schalocco gibt, dann werde ich eventuell, Leute, eines meiner Teammitglieder austauschen, weil Schalocco mag ich einfach. Pinella mag ich einfach. Wenn es das hier gibt. Nur wen soll ich dann austauschen? Hallo? Wieso wehrt der Irrlicht so viel ab oder habe ich irgendwas verpasst? Quetschwalze und Toxin. Warum wehrt der Irrlicht so oft ab? Es hat doch Genauigkeit 75. Ja, geht doch. War nicht gleich so. Kerapendra brennt. Ich werde das schaden mit Gift. Oh! Das Gift wird immer stärker, immer stärker. So, Verbrennung schadet und jetzt bin ich dran mit Bürde! Quetschwalze, ich glaube, das ist eine physische Attacke. Es sieht zumindest danach aus. Ja, auf jeden Fall. Bürde, Patz! Normal, effektiv, aber sehr stark. Und tot ist das Kerapendra. Auf Level 65. Käfer-Pokémon sind nicht zu unterschätzen, Leute. Auf jeden Fall nicht. Toxin wirkt. Autsch! Jetzt kommt, ja, jetzt kommt Schalocco, jetzt kommt Schalocco. Wenn es das irgendwo hier gibt im Wald, dann werde ich das suchen. Oh yeah. Die Frage ist, wen sollte ich dann raus tun? Da werde ich mir genauer informieren darüber, Leute. Ich finde Schalocco einfach nur nice. Es ist zwar ein Käfer-Pokémon, Käfer-Pokémon sind meistens schlecht, heißt es. Es gibt auch einige gute darunter, so wie... wie heißt das? Kampfkäfer da. Ja, Skaraborn ist auch gut. Und einige noch, die jetzt nicht auf Schnelle einfallen. Aber Käfer-Pokémon sind nicht zu unterschätzen. Auf jeden Fall nicht, Leute. Bitte nicht. Es kann böse enden. Mist, ich habe falsche Befehle gegeben. Ja, wenn du nur Härtner kannst, Freundchen, dann kannst du schlechte Befehle geben. Und ich sollte eventuell das Pokémon auswechseln an erster Stelle. Ist ja noch immer mein Rosenschein. Tata, ich präsentiere dir mein süßes Pokémon-Team. Mein süßes, herziges Pokémon-Team. Na, zeig mal her.
Gerezenzi mit auch 3 Pokémon. Nidoran Weiblich. Aha, reines Gift-Pokémon. Nidoran Weiblich. Haben sie wahrscheinlich auch noch Nidoran Männlich? Und ein weiteres Pokémon, das ich jetzt nicht weiß. Gigasauger ist von nichts sehr bekannt, aber hallo. Das müsste reichen. Ja. Nidoran ist zwar... Okay, die Weiterentwicklung, die erste Entwicklung. Nidoqueen! Ah, da haben wir schon. Die letzte Entwicklung von Nidoran. Weiblich. Nidoqueen. Bodengift, das heißt... Pflanze, Wasser ist normal effektiv. Aber Nidoqueen hat eine gute Verteidigung. Könnte es eventuell aushalten. Ja, habe ich mir gedacht. Habe ich mir gedacht. Sag, Nidoqueen hat eine ganz gute Verteidigung. Bei beiden Werten. Bei Verteidigung und auch bei Spezialverteidigung. Ist nicht zu unterschätzen. So, Kraftkoloss ist mir egal. Angriff, Verteidigung sinkt. Ich kann Spezial an. Also Blättertanz! Kabumso. Nidoqueen wurde besiegt. Und ich bekomme durch meinen Siegersang 1 KB. Und bin verwirrt. Irgendwie geht der Blättertanz nie 3 rum. Finde ich schade bis jetzt. So, es kommt Nidoran männlich. Entwickelt sich zu Nidoking. Nebenbei, wisst ihr eigentlich, wie man Nidoran weiblich-männlich züchten kann? Das ist interessant, wie das funktioniert. Entweder tut man Nidoran männlich-weiblich zusammen oder Nidoran mit einem Diton. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr ein männliches weiblich bekommt, ist 50-50. Das ist etwas interessant, die Züchtung von Nidoran. Also das hat schon was. Rückkehr! Ich glaube, der hat Giftstachel als Fähigkeit, aber egal. Rückkehr! Bam! Na? Schöner One-Hit. 600 Erfahrungspunkte, das ist gar nichts. Oh nein! Das Level ist zwar okay, aber die Pokémon... Kein Problem, kein Problem! So, meine Rosenschön kommt jetzt eine Runde nach hinten. Jetzt kommt Hasenohr raus. Blumen mache ich später. Malon heile ich später. So, hier ist irgendwo ein verstecktes Item, laut dem Itemradar. Na? Hier, oder? Ja. Ein Duftpilz. Ah, den kann man verkaufen. Für der, was immer Pilze haben will. Pilzvergiftung! Moment, jetzt muss ich etwas kompliziert herumgehen. Moment, nein. Wie komme ich zu den Item da unten? Da muss einen anderen Weg noch geben. Ich glaube, da kommt man per Wasser hinüber, ja? Mit Wasserweg. Da gibt es noch einen Wasserweg hier. Hoppa! Nämlich von hier. War da nicht vor eine Person oder war das woanders? Egal. So, nehme ich hier rein. Dann müsste hier auch was sein. Schutz. Ja, bitte, bitte. Sonst nervt das hier. Ein Grundstück. Habe ich mir gedacht, dass hier was liegt. Weil es sieht schon unauffällig aus. Und Kampf! Ein Kampf, obwohl ich Schutz anhabe. Na, da bin ich jetzt neu. Was das voll die Konfident Level hat. 62. Aha. Und dann bekommt man nicht mal davon 2000 Erfahrungspunkte, Leute. Eieieiei. Zahlt sich ja fast gar nicht aus, hier zu leveln oder irgendwas zu machen. Wenn du gegen meine Pokémon kämpfst, wirst du sehen, wo ihre Stärken liegen. Ich werde es dir zeigen, genau gesagt. Wow! Na dann, zeig mir mal, was du drauf hast. Teenager Logan von mit einem Fumpy! Ein Boden-Pokémon, Fumpy! Komm, Hasenohr, du bist dran. Fumpy ist cool, besonders die Weiterentwicklung. Die hat schon was drauf. Oh ja. Erdbeben, Tarnsteine, was weiß ich alles. Auf jeden Fall ist Fumpy nett. Risikotackle, ja, das kann auch. Bam! Autsch. Rückstoßschaden, allerdings nicht so viel Schaden, ja, Fumpy. Aber die Weiterentwicklung, die kann was. Ausdauer? Okay, da brauche ich halt mehr AP. Ich habe eh noch ein paar. So viel AP hat Rückkehr schon. 20 Stück, ja, das geht. Rückkehr! So, zack, und Fumpy ist tot. Bitte das nächste Pokémon. 1400 Franken, das zahlt sich gar nicht aus hier. Dodo! Endlich Dodo! Letztes Mal habe ich ja statt Duodino Dodo gelesen. Und diesmal ist es wirklich ein Dodo aus der ersten Generation. Hallo, Dodo! Ich glaube, du bist tot. Ein Flug-Normal-Pokémon ohne Flügel, was fliegen kann. Also so eine Art Strauß, könnte man sagen. Ibitak!
auch ein normal Flug-Pokémon, ein ziemlich gutes aus der ersten Generation, hat einen sehr hohen Angriff und Initiative, allerdings seine Verteidigungswerte sind nicht so berauschend. Und mein Hasenohr ist schneller. Das überrascht mich jetzt. Boah, Schnabel! Autsch! Eine Flugattacke. Aber haut auch nicht so viel rein. So, Rückkehr! Ding! Zack! Und Ibitak ist tot. Schön was? 3000 Fangspunkte. Glückwunsch! Deine Stärke sind crazy! Ja, danke. So, dann schauen wir mal, wo wir hier entlang kommen, wenn man hier weiter radelt. Okay, hier unten ist wahrscheinlich. Moment, Itemradar. Ein verstecktes Item habe ich mir gedacht, nämlich genau hier. Ein Sonderbonbon. Kann man, ja, vielleicht gebrauchen. Man kann ja hier in Pokémon Schwarz 2 seine Level ja kaufen. Mit Poké-Dollar. Die sind gar nicht mal so billig, Leute. Also mit Sonderbonbon gleicht sich das wieder aus. Also man kann relativ schnell auf Level 100 hier kommen. Sehr schnell, finde ich gut. Und hier ist ein AP-Top. Okay, das werde ich wahrscheinlich bei Sprungfeder einsetzen, weil Sprungfeder hat nur 5 AP und das ist nicht sehr viel, was ich schade finde. So, wieder zurücksurfen hier und der Wald ist riesig. Ich habe ihn kleiner in Erinnerung, Leute, wirklich, ich habe ihn kleiner in Erinnerung. Oder ist das nur, weil es hier einfach so abgeht an Trainern, die Level 65er Pokémon haben, obwohl ihre Entwicklungen nicht mal voll sind. Das könnte auch daran liegen. So, hier geht's weiter hinunter und hier ist ein Item und ein weiterer Random-Pokémon-Kampf, obwohl ich Schutz anhabe. Na toll. Ha, diese Pflanzen-Pokémon hier, die nerven einfach nur. Hier ist TM22 Solarstrahl! Ich finde Blättertanz aber besser. Solarstrahl, Stärke 120, braucht allerdings eine Vorbereitungsrunde, außer es scheint die Sonne. Jetzt was ich interessant finde. Hasenohr kann Solarstrahl, Tim kann Solarstrahl, Tim, ein Drachen-Pokémon, Solarstrahl und Rosenschön. Allerdings bringe ich es keinem bei. Rosenschön hat Blättertanz, weil es auch Stärke 120 hat, allerdings keine Vorbereitungsrunde braucht. Es verwirrt zwar, aber ist mir egal. Stärke 120, das hält kaum einen aus, wenn schon muss es nicht sehr effektiv sein dann. Also Solarstrahl ist okay, wenn die Sonne scheint, ist es sogar noch besser. Dann braucht Solarstrahl keine Vorbereitungsrunde, aber trotzdem finde ich Blättertanz besser. Und nebenbei, Blättertanz hat nicht schon immer die volle Stärke von 120 gehabt. Anderen Generationen war das anders, da hatte Blättertanz nicht so stark. Da war Solarstrahl die stärkste Attacke. Jetzt sind Blättertanz und Solarstrahl gleichwertig. Obwohl ich finde Blättertanz besser. Schutz wirklich nicht mehr, egal, ich bin heraus vom Wald. So, wen schicke ich nach vorne? Astra passt noch immer, obwohl es angeschlagen ist. Na dann, schauen wir uns weiter auf der Route, Leute, wo der Wald ist. So. Gibt's hier noch irgendetwas? Ah, Doppelkampf. Einen Doppelkampf. Da werde ich kurz heilen, Moment. So, und wenn ich schon mal fertig bin, dann tue ich Hasenohr und Blue Moon, die das vorne sind, gleich mal benutzen hier bei diesem Doppelkampf. Hallo? Wir verstehen uns prima und unsere Pokémon verstehen sich auch. Unsere Pokémon verstehen sich auch prima. Nice! Ich sag das gleiche genau wie sie, egal. So, einen Doppelkampf. Zwillinge Romy und Ronda mit jeweils einem Pokémon. Blussel und Minon! Blussel, Minon! Blussel, Minon, Blussel, Minon. Beide Elektro-Pokémon. Ohne Entwicklung, was ich schade finde. Aber, man kann sie... Kann man sie eigentlich gebrauchen? Da muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Das heißt, man Schaufler und Surfer auf alles. Plus und Minus. Könnte man die irgendwie gebrauchen? Sie können rechte Hand. Staffette, ja, okay. Trumpfkarte. Also, wenn Staffette kann, dann kann man sie sogar vielleicht gebrauchen. Blussel Minon im PvP habe ich noch nie gesehen, ernsthaft. Habe ich noch nie gesehen. Finde ich schade. Trumpfkarte ist eine sehr böse Attacke. Wenn man sie einsetzt, desto stärker wird sie. Beziehungsweise, je weniger AP sie hat, desto stärker wird sie. So, jetzt machen wir mal hier Regentanz. Dann wird der Surfer stärker und Hasenohr macht Schaufler. Ist sehr effektiv auf Blussel und Minon. Allerdings geht uns noch ein. Volltreffer ist unnötig.
Ich glaube, bei Plus und Minus sind die Werte nur ein bisschen vertauscht. Mehr haben die eigentlich nicht viel. So, interessante Werte für Blue Moon und Blusel kann Zuflucht. Bringt aber nichts, wenn er noch andere Attacken hat. Okay, Moment, Trumpfkarte, Zuflucht, das könnte man da reintun. Es sind dann ein Haufen normale Attacken. Also auf jeden Fall fehlt hier eine Step-Attacke. Ich finde Elektro-Pokémon zwar nett und so, aber Blusel und Minun? Sie sind so eine Streitfrage. Da hat der Pachirise noch mehr Sinn. Pachirise ist ein tankiges Elektro-Pokémon. Aber die hier? Da muss ich mal genauer ansehen, die zwei. So, ich weiß, sind die wirklich nur ein bisschen unnötig. So, Level 60 für Arsnova. Oh yeah. Gute Verteidigungswerte und gute Initiative, meine Güte. Auch wenn wir verlieren, verstehen wir uns prima. Das kenne ich woher. So, raus hier aus dem Wald. Und auf zur Route. Was war das nochmal? Weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall vorn Wald. Hi. In diese Richtung, ewigen Wald. Hast du auch genug Gegengift dabei? Aha, steht das auch in Weiß? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. So, hi. Der Weg durch den Wald ist dadurch entstanden, dass Pokémon dort früher entlang gelaufen sind. Auf diesem Weg kann man sich ein bisschen wie ein Pokémon fühlen. Wie ein Pokémon! Wie fühlt sich ein Pokémon? Eine gute Frage. Und das hier ist ein Trainer. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass hier ein Trainer ist. Hey, du Trainer! Möchtest du mal ein Pokémon sehen? Ach, ich zeig's dir jetzt einfach. Ich zeig's dir einfach, wenn es nur so kacke aussieht. Auch wenn es ein Müllsack-Pokémon ist. Ein spinnendes. Drei Pokémon von Schulkind Shane mit Blutzuck! Ein Käfer-Pokémon. Blutzuck! Aus der ersten Generation. Also die erste Generation ist hier sehr gut vertreten. Erinnert mich an das gute alte Kanto. Oh, war das geil. So, Rückkehr. Bam! Tod. Tschüss, Blutzuck. 1000 Erfahrungspunkte. Yanma! Ah, ich glaube, das war zweite Generation. Das kann die Fähigkeit Temposchub haben. So kann man Yanma sehr geil spielen, beziehungsweise Yanmega, die Weiterentwicklung. Weiterentwicklung gibt es seit erst der vierten Generation, vorhin nicht. So, Yanma tot, 1666 Erfahrungspunkte und Omot! Lauter Käfer-Pokémon hier, gefällt mir. Käfer hat was. So, Sprungfeder, damit wir ein bisschen Variation hier ran haben. Sprungfeder! Wow! So, Giftzahn. Aha, eine Giftattacke, eine physische. So, Sprungfeder. Batsch! Sehr effektiv. Wow, der hält das auch gut aus. Psychokinese. Meine Spezialverteidigung ist so ein bisschen krass, also geht das. So, Rückkehr. Rückkehr! Bam! Tschüss, Omot. Volltreffer, unnötig. Sehr unnötig. So, 3000 Fangsgüter. Wow. Hast du das leise Röcheln, meine Käfer-Pokémon? Röcheln? Oder wie? Ich will ja wissen, was das Item da drin ist. Oder muss ich noch eine Runde kämpfen? Ach, wir haben ja Zeit, Leute. Wir haben ja Zeit. Hey, du Trainer, zeigst du mir mal ein Pokémon-Team? Ach, ich gucke es mir einfach an. Der eine zeigt das Pokémon und die hier will unbedingt ansehen. Okay, Schulkind Stefania. Stefania? Mit einem Myra oder wie auch es nennt. Mirabla nenne ich es. Mirabla! Andere sagen Myrabla, warum weiß ich da nicht. Aber Mirabla klingt besser, finde ich persönlich. Manche sagen Myra. Auf jeden Fall, es entwickelt sich zu Giflor. Ein sehr interessantes Pflanzengift-Pokémon aus der ersten Generation. Und welches besser ist? Giflor oder Sazenia? Hier noch besser, Bluebella! Entwickelt sich aus Mirabla. Durch einen Stein, ich weiß nicht genau welchen. Ich glaube Leucht- oder Sonnenstein. Sonnenstein, glaube ich. Und Bluebella hält eine Rückkehr aus. Wow, Zauberblatt, eine spezielle Attacke. Mit Step, Stärke 60. Trifft immer den Ball. Ding. Außer man macht Schaufler oder Fliegen, aber dann... Ja. Obwohl, bei Fliegen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Volltreffer unnötig wieder. Und Bluebella ist tot. 4000 Erfahrungspunkte. Wow, da gibt viel. Plus 2, 2, 2, 2, 2, 2. Aha. Jetzt kommt Tangela! Kann man per Antikkraft zu Tangolos entwickeln, was eine sehr hohe Verteidigung hat. Ich weiß nicht mehr, ob Spezial- oder Normalverteidigung. Werden wir gleich sehen. Ach, schwer zu sagen.
ausbringen. Je mehr KP ich habe, desto mehr Schaden macht die Attacke. Allerdings bin ich schon auf die Hälfte. Also macht die Attacke kaum noch Schaden. So, Sprungfeder, whoops! Blattgeißel. Aha, auch so eine Attacke. Sprungfeder ist sehr effektiv. Patsch. Ah, unparalysiert. Aber dass es aushält, hätte ich jetzt nicht gedacht. Slam, eine physische Attacke. Stärke 80, sowie Stärke. Allerdings sehr ungenau, Slam. Der Stärke viel besser wie Slam. So, Dangolos tot. War schön. Wow, das war klasse. Ich wusste, dass mein Pokémon auch so trainieren kann. Ich habe einfach sehr oft gekämpft. So, jetzt will ich wissen, was das hier für ein Item ist. Ein Hyperheiler. Okay, nichts Besonderes, leider. Gibt's hier noch vielleicht was Verstecktes? Ja, gibt es noch. Gibt's hier wieder Trainer? Ja, und auch wilde Pokémon, die einfach mal so herkommen. Was für ein Level sind die hier? Strepulli auf 54? Okay, das heißt, mein Schutz ist aus. Mein Schutz ist aus, nein! Mein Schutz, mein Armer! Tschüss! So, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht mit dem Level. Na, dann will ich wissen, was da oben ist. Bevor wir die nach Septerna City gehen. In Pokémon Weiß war die Stadt gleich neben der Anfangsstadt. Hier ist es ziemlich am Ende. Mal sehen, ob es hier irgendetwas gibt. Einfach mit allen Leuten sprechen. Wir sehen uns mal das genauer an, Leute. Okay, es gibt auf jeden Fall mal hier schon ein verstecktes Item. Wahrscheinlich hier bei den Gleisen hinten. Ja, wie in Pokémon Weiß, schwarz. Ein AP Plus. Mhm. Gut. Und einen Haufen Häuser. Und ein Pokémon Center. Nicht zu vergessen. Das besuche ich gleich mal als erster, weil ich muss mich ja heilen. Und der Medaillenmann ist schon wieder mal da. Der ist auch immer. Das ist ein Stalker. Aber ernsthaft, das ist ein Stalker. Der ist immer da, wo ich bin. So, 6 Stück an Pokémon. Und ich schaue dann, ob es hier Schaloko gibt. Das wird ein Spaß. So, Medaillenmann, hast du was für mich? Ja, dann nimm mein Teil-Level, sonst nix. Okay. Doppel-Express. Ah, wegen der U-Bahn wahrscheinlich. Noch eine. Hier. Ups. Ein Allmeister. Ah, warum ich die bekommen habe, kann ich euch erklären. Ich habe etwas gemacht, was dann in den Spezialparts kommt. Ich mache noch Spezialparts. Das wird interessant noch. Werbetrommel 20. Mhm. 27 Tippmedaillen. What? 27 Tippmedaillen, schon krass. Die Knochen im Museum von Septerna City hat man beim Wendelberg gefunden. Ich habe gehört, beim Wendelberg kann man auch sonst noch allerlei Fossilien finden. Aha, ein kleiner Tipp, oder wie? Ha, ich habe im PC-Pokémon Center alle Seiten unter Hilfe aufrufen gelesen. Brauche ich nicht, danke. Die Pokémon, die mich jetzt begleiten, sind eine erlesene Auswahl, jawohl. Ich habe viele Pokémon in meinem Leben getroffen, doch für diese habe ich mich entschieden. Das kenne ich doch woher. So, kann man hier auch Tams kaufen oder nur Bälle? Nein, noch besser, nur Briefe! Danke, tschüss! Andere Verkäufer ist für Tränke zuständig, das kennen wir alle schon. So, dann schauen wir uns Septerna City mal genauer an, Leute. Das wird sicher interessant hier. Nach der Stilllegung der Zugklasse gab es für die Lagerhalle keine Verwendung mehr. Doch ein paar angesehene Künstler haben sie ganz günstig als Atelier angemietet. Wäre es nicht gewesen, würde dort heute wohl jede Menge Pokémon leben. Mhm. Ich versuche, die Attacke Nachahmer von Farbigel zu zeichnen. Schwierig. Das kann ich mir vorstellen, weil Nachahmer macht immer dann das, was Farbigel bei Nachahmer gemacht hat. Ist etwas interessant, die Attacke. So, und hier ist ein kleines Gasthaus, oder wie? Hi. Was alle kennen und mögen, ist meist auch cool, aber es gibt wohl genug Ausnahmen. Wichtig ist am Ende doch nur der eigene Geschmack. Jo. Sag ich auch. Obwohl ich jemanden mehr zunehme, kann ich mir den Schnarchschlag nicht verkneifen. Welcher gemeine Kerl hat bloß die Attacke Zugabe auf mich angewandt? Geil. Jede Woche mittags und Samstag gibt es bei uns Spezialangebot. Da werde ich mal vorbeischauen am Mittwoch oder Samstag. Ich mag sowohl das Café Lagerhaus in Septerna City als auch das Restaurant in Orion City. Sie haben beide was. Orion City? Aha. Stimmt, da war das. Jedes Mal, wenn ich im Ewigkeit mit meinem Nagels joggen war, entspannen wir uns danach im Café Lagerhaus. Eine Frischung nach dem Sport ist einfach das Allerbeste. Jo. Herzlich willkommen im Café Lagerhaus. Der rustikale Charme ist unser Markenzeichen. Rustikal ist gut. So, gibt's hier nichts Besonderes außer diesem Musiker wieder, der spielt? Mein Akkordeon, zu Deutsch Ziehharmonika.
Das weiß ich. Und jetzt hört man die andauernd, wie? Nein, nicht. Aber trotzdem geil, dass die hier auch hier sind. Was ist das? Eine Punk. Aha. Sah jetzt komisch aus. Museum von Septerna. Hm, schau mal rein. Museum. Ist hier irgendwas Interessantes? Aha. Hey. Ich beschäftige mich hier mit der Erforschung von Pokémon-Fossilien. Solltest du im Besitz einer... hier kann man wieder Fossilien austauschen. Zu Pokémonen. Okay. Zurzeit zeigen wir hier im Museum eine Nachbildung des Dunkelsteins der Form, der die legendäre Pokémon angenommen hat, als es in seinen tiefen Schlaf gefallen ist. Ah, stimmt. Unglaublich. Ein Blick auf dieses Skelett genügt und ich bin hin und weg, hey. Boah, geilo. Guten Tag. Ich bin Baldur, der Stellvertreter Direktor hier. Wollen wir die Gelegenheit vielleicht für eine kleine Führung nutzen? Wenn's sein muss. Ah, und hier ist die Arena-Leiterin aus der 5. Generation Pokémon Weiß-Schwarz. Du bist der Harry! Schön, dass du extra hergekommen bist! Ach so, da fällt mir ein, welches Fossil möchtest du haben? Das Schildfossil oder Federfossil? Ach, kann man das hier aussuchen? Ich nehme das Schildfossil. Es ist sogar die bessere Wahl, finde ich. Wenn ich am Anfang empfange, dann kannst du wieder ein Pokémon haben. Ein Wassergesteins-Pokémon, glaube ich, war das. Mit Fähigkeit Felskern. Na hör mal, Schatz. Wir waren gerade mit einer Führung, kannst du nicht einfach so hier reinplatzen. Außerdem hast du dich gar nicht vorgestellt. Egal. Ich bin Aloe, der Direktorin dieses Museums und der alte Arena-Leiterin. Ich bin Tag und Nacht hier und du kannst mich also jederzeit mal besuchen kommen. Das heißt, du bist ja ziemlich häuslich unterwegs. Aha. Typisch Aloe, dann kommen wir zurück zur Führung. Da wäre zum Beispiel dieses Skelett hier, stammt von einem Drachen-Pokémon. Als er im Himmel seine Kreise zog und die Welt bereiste, muss es wohl irgendwann ein Unglück ereilt haben. Und so ist es dann über die Zeit zu einem Fossil geworden. Ist das hier ein Amaldo? Da links unten, Leute. Das ist ein Amaldo! Geil! Wir haben herausgefunden, dass dieses Pokémon Deoxys durch den Einfluss dieses Meteoriten seine Form ändern kann. Aha, Deoxys? Oh, sieh dir das an! Das ist die Nachbildung des berühmten Dunkelsteins. Diese Form hat das legendäre Pokémon Sekrum geschlafen. Wie? Du hast Sekrum gesehen? Oh, geil! Kann ich mir ja die Erklärung sparen, hey? Eigentlich schon. Im nächsten Raum ist die Bibliothek, im hintersten Winkel befindet sich das Büro der Direktorin. Büro? Keine Arena mehr. Übrigens war Aloe früher Arena-Leiterin. Ja, das weiß ich. Und das war die ganze Führung. Allerdings, interessant, was hier... Und was ist die Maske hier? Eine Maske, die von den Menschen früher festgehalten wurde. Aha. Ich glaube, bei Aloe muss man etwas machen, wenn der schon was so sagt. Die Museumsdirektorin Aloe war zu sehr mit der Forschung von Fossilien und Pokémon-Knochen beschäftigt, deswegen hat sie als Arena-Leiterin aufgehört. Aha. Okay. Ah, die Arena, ja, die war nervig. Oh ja, das Rätsel. Das war ja schön hier. Und hier ist jetzt Peru, wo früher die Arena war. Die ist ein bisschen klein geworden hier. Hi. Es gibt Rätsel auf dieser Welt, die könnte man nicht entschlüsseln, auch wenn man sein ganzes Leben ihrer Lösung widmen würde. Manch andere Rätsel wiederum können mehr als nur eine Lösung haben, je nachdem, wie die Antwort gibt. Das erregt wirklich eine neue Gierde. Es vermischt... Ja, rede nicht so viel. Danke, 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 danke. Boah, so viel wollte ich auch wieder nicht lesen hier. Also eine nette Stadt, Septerna City. Kennen wir aus Pokémon Schwarz-Weiß schon? Es gibt eigentlich bis jetzt nichts Besonderes hier, außer das Fossil. Was ein bisschen spät kommt im Spiel, aber es kommt im Spiel. Die Fossilien. Finde ich richtig geil, dass es hier auch wieder gibt. Und Museum von Septerna, die Ausstellung des Monats. Aha. Schauen wir uns mal ein bisschen herum. Vielleicht gibt es irgendwo noch ein Item. Vielleicht bekommt man von einem irgendetwas. Ich bin Poet. Gedichte. Hm, Poeten sind die aus Gedichte schreiben. So viel dazu. Ein Gitarrist. Tito, ewig scheint Besen. Ist das ein Tipp, wie man züchten soll? Man muss jeden Tag ganz fleißig üben, genauso wie man jeden Tag essen muss. Solange das nicht so weit der Natur wird, macht man weder ein Gespannspiel noch bei den Pokémon-Kämpfen Fortschritte. Oder noch irgendwo anders. Immer schon üben, üben, üben. Dort ist die Lagerhalle. Und? Aha, sie sagen nur, die Lagerhalle ist dort drüben. Ja, was interessiert mich das? Das hier sieht nach einem Shop aus. Ich bin ein Möbeldesigner. Okay, wozu das auch immer hier ist. Und dann sind wir schon wieder fertig mit Septerna City. Eine etwas kleine Stadt, aber trotzdem dennoch hat sie was. Hi. Welche Pokémon hast du denn bei trainiert? Das ist doch dein Schlapper, oder? Wie es an dich schmiegt, hä?
Guaylo, es muss sich wirklich ihre Poetti wohlfühlen. Ah, die sagt die Freundschaft an. Ja, aber man kann Bell auch fragen, wie die Freundschaft ist, oder? Da braucht man die hier nicht. Aber ich glaube, die hier ist genauer. Ich frag mal, welche Freundschaft Tim hat. Wahrscheinlich ist gleiche. Die Beltra! Boah! Freundschaft ohne Ende! Das glaube ich gern. Also die hier bewertet die Freundschaft, nicht nur die Bell auf dem Telefon, sondern die hier ist genauer. Wie viele Pokémon fühlen sich bei dem Wünschen sicherer als in freier Wildbahn? Ich würde mal sagen, das ist teils Ansichtssache. Aber egal. Septernus, gibt's hier nichts mehr Besonderes? Nur ein Haufen Geschwafel? Naja. Und eine, die sagt, wie die Freundschaft ist. Eigentlich plus, ja, so nennt man dieses Item auch bei uns in der Ischer-Region. Und? Ich habe hier vor 2 Jahren meinen Laden eröffnet und dank meiner vielen Kunden kann ich wirklich nicht klagen. Wie komm ich, kann ich helfen? Was kann man hier kaufen? Okay, alles unnützes Zeug. Danke. Alles unnütz. Meine ehrenvolle Aufgabe ist es, den Pokémon-Attack beizubringen. Ah, hier ist ein Move-Tutor mit Grundstücken. Schauen wir mal, was kann der? Sorgensamen, Magensäfte, rechte Hand, Galanterie, Magieraum. 5 Runden Wirkung alle von Pokémon aufgehoben ist. Okay, den kenne ich gar nicht. Wunderraum. Geil. Groll. Aufbereitung. Das ist mit Porygon sehr böse. Trickbetrug. Tarnsteine. Wutanfall. Notsituation. Schlafrede. Wertwechsel und Übernahme. Oh, geile Attacke, Freundchen. Geile Attacken. Also hier gibt's einen Move-Tutor. Hey, Pokémon-Trainer. Also ich dir eine Attacke empfehlen müsste, dann wäre es wohl Schlafrede. Ja, wenn man schläft, kann man Schlafrede einsetzen. Und dann wird eine zufällige Attacke ausgewählt. Die Attacke hat schon was. Also hier gibt es wieder einen Move-Tutor. Gibt es einige in dem Spiel. Finde ich geil. Ah, das ist wohl Künstler als auch einer der von Strato City. Er ist unser Vorbild. Und das wird er auch immer sein. Ich werde ihn für immer bewundern. Geilo. Bis vor J4 hat diese Lage als Atelier bindet uns. Immer wenn er ein kreatives Schafensloch fällt, kehrt er hier auf der Suche nach Inspiration zurück. Artie. Arena-Leiter der Käfer-Pokémon-Arena. Gut, dann fahren wir jetzt mal raus aus Septerna City. Und im nächsten Part weiter geht's Richtung Osten weiter, also hier. Na, es wird noch ein Spaß. Route 9. Behältst du ein Auge auf die Leutschrift-Zeige an? Egal. Da gibt's hier gerade brandheiße Neuigkeiten, nur einen massiven Aufschluss von Pokémon. Ja, dort gibt es besondere Pokémon. Ich sag mal, Trainer, dieses Ei habe ich in der Pokébook gefunden. Willst du es ausbrüten? Immer. Ein Pokémon-Ei. Dann lege ich da kurzerhand ab. Hasen oder Rosenschen. Also wenn es hier ein Ei gibt, dann will ich natürlich wissen, welches Pokémon das ist. Gratis ein Pokémon-Ei. Und bitte nicht den Müllsack. Das wäre dann so fehl, das würde ich dann sofort, aber hochkantig, freilassen. Interessant, man bekommt ein Pokémon-Geschenk im Spiel, man bekommt ein Pokémon-Ei im Spiel. Das Pokémon Schwarz 2 gefällt mir richtig. Was? Neue Musik? Herzlich Glückwunsch, du hast den Champions League und erhältst dafür weitere Hintergrundbilder. Warte. Wozu auch immer, okay. Ich lege Schlappohr ab fürs Erste. Und bekomme das Pokémon-Ei. Ich bin neugierig, was drin ist. Wenn es irgendetwas Episches ist, dann wisst ihr es von mir, Leute. Oder von den anderen, ich weiß nicht. Oder vom Pokewiki. Oder ihr halt einfach zugeschaut und wollt wissen, was ist das für ein Pokémon-Ei? Geilo. Wenn es richtig episch ist, dann könnte man es sogar als Teammitglied benutzen. Aber ich habe mein Team schon. Obwohl, ich könnte es noch immer ändern. So, ausbrüten, alles klar. Ein Ei. Schauen wir mal, was der Eiprüfer sagt, wie viele Schritte ich da brauche. Am besten fragst du die Person, die kennen sie sicher aus. Ja, das ist mir erklären. Ist mir egal. So, ein Pokémon-Ei. Was sagt der Eiprüfer? Herkunft Züchter. Der Eiprüfer, was wird da wohl schlüpfen? Es wird sicher noch lange dauern. Okay, das heißt, sehr viele Schritte. Wirklich sehr viele Schritte braucht das Pokémon-Ei. Na, das wird ein Spaß, das auszubrüten. Okay Leute, im nächsten Part sehen wir auf Route 3 wieder. Also bis zum nächsten Part und tschüss. Und ich werde diese Schritte jetzt gehen. Diese vielen Schritte. Und hier ist wackelndes Gras. Bis zum nächsten Part und ciao.